Hasan Sükün, Sie treten in Lustenau für die FPÖ an. Was brachte Sie denn in die Politik? Also, ich bin seit der Geburt in Lustenau, seit 1975. In Lustenau tät man sagen, ein waschechter Lustenauer. Und durch das, dass ich viele Leute bei der FPÖ kenne, haben sie gesagt, Hasan, wir brauchen so einen wie du, musst unbedingt kommen. Und das hat mich auch eigentlich interessiert. Der Martin Fitz kenne ich auch lange. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal mit, ich fange mal an. So bin ich zur FPÖ gekommen. Warum gerade die FPÖ? Also man sieht ja alle, FPÖ ist ausländerfeindlich und so und jenes, aber durch das, dass ich natürlich seit der Geburt hier in Lustenau bin, habe ich nie ein Problem gehabt. Und dass ich das auch unsere Leute mit türkischen Wurzeln, dass man das auch beweisen sollte und zusammen, miteinander, dass wir viel bewegen können. Miteinander reden, miteinander kommunizieren, wäre das einzige Lösung, dass wir ein paar Schritte Richtung vorwärts kommen. Ne? Wie nehmen Sie denn die Stimmung in der Bevölkerung Ihnen gegenüber wahr? Also von unserer Seite aus gesehen, es sind viele Leute dafür und auch viele Leute dagegen. Und es wird sich natürlich beweisen, weil wir ein gutes Team haben, wo ehrlich gesagt alles tiptop funktioniert. Wir lassen uns mal überraschen, was rauskommt. Nehmen Sie einen Unterschied wahr zwischen Wählern mit und Wählern ohne Migrationshintergrund? Ja, muss nicht sein, aber es ist halt so, oder?